Hallo Welt da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch die unglaubliche Flucht des Uriah Heep von H.G. Perry vorstellen. Worte und Papier, das war der einfache Teil. Ich schwimme also in den Wörtern, sauge sie in mich auf und dann strömen die Wörter durch meine Adern. Jedes Neutron sprüht Funken, jede Nervenleitung fängt Feuer, mein Herz schlägt immer schneller und beschleunigt den Strom noch weiter und meine Augen rasen voraus, um immer noch mehr aufzunehmen. Das ist noch keine Magie, das ist nur Lesen. In die unglaubliche Flucht des Uriah Heep nimmt uns H.G. Perry mit auf eine Reise nach Neuseeland. Dort begegnen wir Charlie Sutherland. Und dieser hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Denn das einstige Wunderkind der Literatur ist inzwischen Professor für Literatur an der Universität. Und durch seine liebenswerte und chaotische Art ist er sehr beliebt, nicht nur bei den Studenten. Doch seit seiner Kindheit versucht er, sich von der Außenwelt so ein bisschen fernzuhalten und ein Geheimnis zu verbergen, denn er kann Buchcharaktere zum Leben erwecken und aus ihrer Geschichte herauslesen. Das ist aber nur so lange niedlich, wie es sich dabei um Pudelbären handelt oder andere Kinderbuchfiguren, die recht ungefährlich sind. Eines Tages liest der junge Professor aber versehentlich einen der berühmtesten Schurken der Weltliteratur aus seinem Buch. Uriah Heep ist recht froh, aus seinem Buch gekommen zu sein, denn er will unbedingt das von Charles Dickens geschaffene literarische Meisterwerk David Copperfield ganz weit hinter sich lassen. Doch nicht nur Uriah Heep sorgt für Unruhe in Wellington. Als dann auch noch der Hund von Baskerville in Charlies Vorgarten sitzt, muss der sich eingestehen, dass es ganz und gar nicht mehr mit rechten Dingen zugeht. Im Folgenden will ich euch noch so ein bisschen mehr über das Buch erzählen und über meine Meinung dazu. Ich gehe da immer so ein paar Punkte ab, die für mich irgendwie wichtig erscheinen. Mein Buchhändler und Sammlerherz möchte als erstes immer über dieses wunderschöne Cover reden. Das kommt in der deutschen Übersetzung recht unaufgeregt daher, aber ich mag es sehr gern. Also gerade diese papierne Qualität, die das auch hat, also das fühlt sich auch so ein bisschen so rau an, passt gut zur Geschichte und zum Protagonisten. Denn Charlie beschäftigt sich als Literaturprofessor schwerpunktmäßig mit Literatur aus England zur viktorianischen Zeit. Und dafür finde ich dieses Cover enorm passend. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Und es stimmt auch so schön auf die Geschichte ein. Dann möchte ich euch ein bisschen was zum Schreibstil der Autorin erzählen und habe euch noch ein Zitat davor mitgebracht, um euch das so ein bisschen immer näher zu bringen. Ist ja nicht wie damals, als du mit 8 Graf Dracula aus seinem Buch gelesen hast. Vampire haben Schwachpunkte. Stoker hat sie eigens mit hineingeschrieben. Menschen sind weit weniger berechenbar. Da konnte ich leider nicht widersprechen. H.G. Perry hat mich schon auf den ersten Seiten ihrer Geschichte so richtig überrascht. Also durch die Inhaltsangabe hatte ich was anderes erwartet, kurioserweise. So ist das manchmal mit Erwartungshaltung. Die Perspektive, aus der der Leser die Geschichte erlebt, ist eine ganz andere, als ich das vermutet habe. Am Anfang hat mich das zwar ein bisschen irritiert, aber und ich fand es auch ein bisschen schade, weil ich mir gerade bei der Figur doch ein bisschen mehr Einblick erhofft hatte. Aber nach einer Weile hat es mir richtig große Freude bereitet, denn die Story dann aus dieser Sichtweise erfahren zu können, war schon was Besonderes. Im Verlauf des Buches kommen dann aber noch mehr Perspektiven hinzu, die mich teilweise auch erstaunt haben. Also gerade die Wahl der Perspektive war für mich überraschend gewesen, denn es sind immer so Figuren, von denen man es eigentlich gar nicht erwartet, dass man die jetzt begleitet. Das hat dadurch auch noch so ein bisschen mit zur Spannung beigetragen und war irgendwie immer für eine Überraschung gut. An sich ist der Schreibstil sehr unaufgeregt, sehr klassisch anmutend, aber dennoch humorvoll und leicht zu lesen. Auch scheint er so ein bisschen angelehnt an die Literaturklassiker, um die sich Charlie halt auch schwerpunktmäßig kümmert, aber mit einem modernen Touch. Das ergibt dadurch so eine Mischung, die mich beim Lesen persönlich richtig glücklich gemacht hat, also die mir so ins Herz gegangen ist, weil ich ja auch so eine Schwäche für Literatur aus dem Zeitalter habe und die gerne lese und dadurch fühlte ich mich so ein bisschen heimelig, gleich so ein bisschen angekommen in der Geschichte. Auch die Figuren werden halt auf diese Art und Weise beschrieben und das war halt fürs Herz was für mich. Teilweise wird die Geschichte aber sehr, sehr weitschweifig und detailverliebt erzählt. Das muss man mögen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, aber das kann für andere Leser durchaus anstrengend und langatmig werden und dadurch kann das Buch dann auch wirklich Längen bekommen. Wenn man aber mit so einem detailverliebten Schreibstil gut klarkommt, dann ist die unglaubliche Flucht des Uriah Heep auch wirklich für euch geeignet.
Dann möchte ich noch mal auf das Setting eingehen, denn da hat wirklich die Überraschung schlechthin auf mich gewartet. Denn aufgrund der Zusammenfassung des Verlages, ich habe euch vorhin meine eigene gegeben, habe ich einfach angenommen gehabt, dass es in England spielt. Aber weit gefehlt, denn die Autorin entführt den Leser direkt nach Neuseeland und zwar genau in die Hauptstadt Wellington. Das ist ein großartiges Setting, das hat richtig zu meinem Lesevergnügen beigetragen. Allein die Ortsbeschreibungen haben mich dadurch auf eine Entdeckungsreise mitgenommen, weil Neuseeland als Setting in Büchern für mich doch recht ungewöhnlich ist. Und mein Kopfkino lief dadurch halt auch auf Hochtouren, weil ich mir alles so wunderbar vorstellen konnte. Und gerade durch diese detailverliebte Schreibweise kann man da ein richtig schönes Bild sich draus bauen. Die Gegensätze, die die Autorin im Setting beschreibt, die haben für mich die Atmosphäre noch interessanter machen können, denn die Beschreibung der Stadt, diese Kultiviertheit, die besonders halt durch die Universität und durch die Professoren dann auch dargestellt wird, und aber dazu noch dieses leicht ungezügelte, diese raue Brise, die dann durch die Seiten fegt, durch den angrenzenden Dschungel und die sehr konträren Charaktere. Das führte so leicht zwar zu Reibungen, aber es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Und ganz besonders war für mich dadurch, man konnte dieses Setting halt auch nicht austauschen. Ganz oft hat man das ja, dass es einfach egal ist, wo die Geschichte spielt. Hauptsache, es ist irgendein Setting, das sich jeder vorstellen kann und damit ist gut. Doch hier ist Wellington halt überhaupt nicht austauschbar. Es wurde so untrennbar mit der Geschichte verwoben, dass man diese nicht hätte einfach woanders hin transportieren können. Etwas, das dazu beigetragen hat, war die Erwähnung von Legenden und Literatur, die direkt auch aus Neuseeland stammt. Also sie transportiert zwar schon die englische Literatur nach Neuseeland, aber sie füllt quasi alles nochmal auf mit Legenden, die direkt nur mit Neuseeland zu tun haben und mit Wellington und mit der Umgebung dort. Dann möchte ich euch noch ein paar der Charaktere etwas näher vorstellen, besonders die Hauptcharaktere. Und die Figuren, die H.G. Perry hier geschaffen hat in diesem Buch, die haben einen sehr, sehr großen Anteil an meiner Begeisterung beigetragen. Denn sie sind halt nicht nur detailliert ausgearbeitet, sondern auch so konzipiert, dass ich eine ganz schnelle Verbindung zu ihnen aufbauen konnte. Und das auch, wenn wir nicht aus der Perspektive von ihnen lesen konnten. Selbst die Figuren, die halt einfach nur beschrieben wurden vom Protagonisten oder von der jeweiligen Figur, der wir gerade folgen, konnte ich mir die richtig gut vorstellen und konnte mich auch in sie und ihre Handlungen hineinversetzen. Als erstes will ich euch ein bisschen was über Charlie erzählen und da habe ich noch ein kleines Zitat für euch, das ich wirklich süß fand und das ihn echt gut beschreibt. Nebenbei bemerkt, hat Charlie dieses Buch während eines Strandurlaubs dreimal direkt hintereinander gelesen, als Achtjähriger. Manchmal bin ich aufrichtig erstaunt, wie normal er sich entwickelt hat. Das sagt eigentlich schon fast alles über Charlie aus, was man so braucht. Charlie ist halt ein sehr junger Literaturprofessor, was für mich ein bisschen erstaunlich war, denn ich dachte eigentlich, der ist so in den 40er, 50ern, 60ern. So von der Beschreibung her hätte ich mir das vorstellen können. Aber Charlie ist um die 30. Das war sehr spannend und das hat gut zusammengepasst, dadurch, dass er ja ein Wunderkind in dem Moment ist und dadurch halt auch seine Schulausbildung recht schnell durchlaufen hat. Aber er hat halt so auch die typischen Eigenschaften eines Professors, die man ihm so klischeehaft zuschreiben möchte. Sein Steckenpferd ist die viktorianische Zeit und besonders dort in der englischen Literatur. Und sein Lieblingsautor ist Charles Dickens. Was jetzt irgendwie auch nicht verwundert, wenn es um Uriah Heep geht. Charlie ist sehr intelligent, solange es nicht um soziale Interaktionen geht und um soziale Belange. Da hat er sich so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwierig für ihn, aber er ist dabei trotzdem immer liebenswert. Er weiß halt nur einfach nicht so richtig, wie er mit Menschen umgehen soll, aber er ist jetzt nicht irgendwie stieselig oder grimmig oder sonst was. Er ist einfach ein sehr liebenswerter Charakter, den man schnell ins Herz schließen kann. Damit einhergehend ist er halt ein wenig hilflos und verloren im Alltag, aber er ist halt so sympathisch, dass man ihm das alles irgendwie verzeihen kann. Ganz subjektiv gesehen möchte ich noch dazu sagen, dass ich Charlie wirklich als Charakter enorm ins Herz geschlossen habe und ihn einfach wundervoll finde. Er ist halt irgendwie so niedlich und ich konnte halt irgendwie gar nicht anders, als mein Herz ein wenig an den Charakter zu verlieren. Ein weiterer sehr wichtiger Charakter der Geschichte ist Charlies älterer Bruder Rob. Das ist ein recht erfolgreicher Anwalt, der unterscheidet sich dadurch auch sehr von Charlie, auch von seiner Art und Weise her. Und ich
Er hatte aber dennoch immer das Gefühl, trotz seines Erfolges, den er hat, in Charlies Schatten zu stehen und irgendwie immer hinten dran zu sein, denn Charlie ist nun mal ein Wunderkind. Das lässt Rob Charlie auch gern mal merken und er zieht ihn halt auch immer mal wieder auf. Aber dennoch würde Rob alles für seinen kleinen Bruder tun und die Beziehung zwischen den beiden ist zwar nicht ganz einfach, aber sie ist spannend gestaltet. Sie hat halt so ein bisschen was von so einer Klischee-Geschwisterbeziehung, aber andererseits halt auch wieder nicht. Und das fand ich ganz interessant, dadurch, dass da halt wirklich so ein paar Spannungen noch aufgebaut werden konnten. Außerdem lernen wir unter anderem Millie kennen. Millie spielt dann auch noch eine sehr wichtige Rolle in dem Buch. Sie ist Steuerberaterin und versucht ihren natürlichen Tatendrang und ihren Hang zum Abenteuer durch diesen eher bodenständigen Beruf irgendwie zu unterdrücken und klein zu halten. Sie ist sehr, sehr tatkräftig, sehr unabhängig, sehr mutig und wahnsinnig loyal. Und warum ich Millie erwähne, Millie bringt auch noch mal so einen frischen Wind in die Geschichte. Daher erwähne ich sie hier auch nochmal explizit, denn ich fand sie als Charakter wirklich richtig toll. Sie ist so ein kleiner Hau drauf, auch wenn sie jetzt keine Jugendliche mehr ist. Sie ist richtig abenteuerlustig und ihr zu folgen macht halt sehr, sehr viel Spaß und ihre Aktionen manchmal zu sehen und zu begleiten. Das bringt einen schon manchmal sehr zum Schmunzeln. Doch nicht nur die Protagonisten, die ich euch gerade so ein kleines bisschen vorgestellt habe, wussten mich zu überzeugen. Auch die Nebencharaktere sind halt so richtig spannend konzipiert. Egal, ob die sympathisch rüberkamen oder eher nicht, sie haben halt immer so eine Echtheit an sich gehabt. Und das macht es leicht, sie faszinierend zu finden und wissen zu wollen, was mit ihnen passiert, wie sie handeln werden und was da jetzt eigentlich los ist. Und was halt auch die Figuren zu der Geschichte beitragen werden. Denn nicht immer ist es ja so, wie es scheint auf den ersten Blick und wie die Figuren sich verhalten. Wie ihr bestimmt schon vermutet habt, treffen wir ja auch auf literarische Figuren. Also in dem Fall treffen wir auf Figuren, die angelehnt sind an die literarische Version ihrer selbst. Sie kommen halt mit so einem interessanten Twist daher und in die Geschichte rein, den ich euch nicht verraten möchte, denn der ist echt toll. Den habe ich nämlich so nicht erwartet und der hat mir richtig gut gefallen und da hat es für mich auch diesen Knackpunkt gehabt, wodurch die unglaubliche Flucht des Uriah Heep sich von anderen Büchern dieser Art, wo es halt um Figuren geht, die aus Büchern rausreihen oder was weiß ich gelesen werden, wo sich das Buch ein bisschen abheben kann. Dann möchte ich noch ein paar Worte über die Geschichte an sich verlieren. Einleitend habe ich wieder ein Zitat für euch. Aber seine Schwächen in einer toten Sprache entdeckt man erst, wenn man versucht, einem mythologischen Helden zu erklären, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep war für mich ja so ein kleines bisschen ein Experiment. Seit der Tintenwelt-Trilogie von Cornelia Funke habe ich als Leser halt oft genau diese Bücher im Kopf gehabt, wenn es an diese Thematik ging. Und ich habe halt Romane gelesen, noch und nöcher, die halt auch wirklich mit Figuren zu tun haben, die halt Sachen aus Büchern rauslesen können, sich selber hineinlesen können oder was weiß ich. Und ich habe halt im Endeffekt recht wenig gefunden, was mich überzeugen konnte, wenn überhaupt. Und das meiste hat halt einfach nur das aufgegriffen, was schon da war. Und es hatte nicht so richtig was Besonderes für mich. Die meisten Geschichten waren nett zu lesen, aber sie sind halt nie an die Tintenwelt für mich rangekommen. Doch in dem Moment, als ich die unglaubliche Flucht des Uriah Heep halt in der Vorschau gesehen habe und die Zusammenfassung gelesen habe, konnte ich halt schon irgendwie nicht widerstehen. Denn es ist halt wirklich ein klassischer Urban Fantasy Roman für Erwachsene, der die klassische englische Literatur behandelt. Und das war für mich dann klar, dass ich da wirklich mal reinlesen muss und schauen muss, ob ich jetzt was gefunden habe, was für mich auch ein bisschen an Tintenwelt rankommt. Und ich muss sagen, für mich tut es das. Ich habe dadurch wirklich einen neuen Liebling in meinem Bücherregal stehen. Und wie ich es ja gerade schon gesagt habe, es ist ja kein Geheimnis, dass ich eine Vorliebe für die Klassiker von der britischen Insel habe. Als Liebhaberin dieser Bücher konnte ich mich halt sehr leicht in die Geschichte von Charlie Sutherland fallen lassen und habe halt die Verweise auf die verschiedenen Werke und Figuren halt sehr genossen. Genau hier könnte aber wieder so ein Schwachpunkt bzw. Knackpunkt des Buches liegen, mal abgesehen von dem schon eingangs erwähnten recht ausladenden Schreibstil. Denn die Konzentration der Autorin auf die Figuren aus Charlies Literaturvorlieben wird halt nur durch einige regional verankerte Figuren aufgelockert, also durch Figuren aus Legenden aus Neuseeland.
Aber zum Großteil laufen halt wirklich Charaktere von Charles Dickens, Jane Austen, Arthur Conan Doyle und wie sie nicht alle heißen durch das Buch. Kann man mit denen an sich und als Figuren, als Namen, als Literatur an sich halt einfach schlicht nicht so viel anfangen, dann könnte es die unglaubliche Flucht des Uriah Heep wirklich ein kleines wenig schwer haben. Dennoch kann man sich auch ohne Vorkenntnisse dieser Literaturepoche an das Buch heranwagen, wenn man sich denn wirklich darauf einlassen will. Die Geschichte an sich geht jetzt nicht so wahnsinnig rasant voran. H.G. Perry lässt sich Zeit beim Erzählen. Sie bleibt sehr charakterorientiert und legt halt Wert auf die Persönlichkeit der Figuren, deren Beziehungen untereinander und die Entwicklung von ihnen. An manchen Stellen konnte man das recht schnell dann auch vorhersehen, aber das war nicht so schlimm. Das hat meinem Lesevergnügen persönlich jetzt keinen Abbruch getan, da ich einfach so viel Freude hatte, das Geschehen zu verfolgen. Die Autorin konnte mich halt mit dem Gesamtpaket des Buches komplett überzeugen. Die Idee an sich ist ja nichts Neues, aber die Umsetzung war für mich halt wirklich wahnsinnig gelungen. Das Setting und die Charaktere haben das Buch halt zu was ganz Besonderem gemacht, das mich auch nachhaltig sehr beeindrucken konnte. Die Dynamik der Figuren untereinander, die stimmt für mich einfach. Ich konnte mich sehr gut in die Situation hineinversetzen und hatte halt das Gefühl, dass ich wirklich mit Rob und Charlie in den Straßen von Wellington unterwegs bin. Zusammenfassend kann ich euch sagen, dass die unglaubliche Flucht des Uriah Heep für mich eines dieser Bücher ist, das mich von der ersten Seite an wirklich fesseln konnte und bis zur letzten Zeile nicht mehr losgelassen haben. Es hat sich richtig schnell in mein Herz geschlichen. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe mitgefühlt, ich habe mitgefiebert. Es war eine emotionale Achterbahn für mich. Ich war dennoch aber voller Glücksgefühle und habe mich in die Charaktere verliebt. Ich habe für sie geschwärmt und ich bin mit einem unglaublich guten Gefühl aus diesem Buch herausgegangen. Es ist für mich ein absolutes Wohlfühlbuch, das ich nicht nur Liebhaber der englischen Literaturklassiker empfehlen kann. Alle Fakten zum Buch werde ich euch unten in die Infobox packen. Ich hoffe, euch hat meine Buchbesprechung gefallen. Schön, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch gerne mal auf meinem Blog www.tintenkrähe.de besuchen oder auf den sozialen Medien. Dort findet ihr mich auch unter Tintenkrähe. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.